Ja, wenn es um Kinder geht, wird immer sehr viel gelogen. Aber ich mach keine Ausnahme. Erst gerade kürzlich musste ich frisch gebackene Eltern besuchen. Und da muss man halt einfach lügen. Der ist dann aber herzig. Nein, so ein schönes Baby. Das ist wahrscheinlich das schönste Kind, das ich je gesehen habe. Dabei wäre ich am liebsten einfach ehrlich gewesen. Hure Sieg! Was ist denn mit dem passiert, sag mal? Hey, liegt der richtig um in seinem Wägeli, sag mal. Ey. Nein, das ist ja kein Schauen. Tut mir fast die Augen ein bisschen weh. Aber hast du recht gehabt, wie du am Telefon gesagt hast? Kommt ganz nach der Mutter, ja? Ja, und die Leute, die nicht geheiratet sind und kein Kind haben, die schaffen sich meistens dann ein Haustier an. In der Schweiz gibt es rund 1,4 Millionen Katzen und eine halbe Million Hunde. Und alle Besitzer von diesen Haustieren reden mit ihren Tieren. Besonders Hundebesitzer. Und dann immer so in dieser Babystimme. Ja, bist du ganz im Waffen, hä? Ja, wo ist denn das Bali, hä? Ja, wo ist es denn das Bali, hä? Und vielleicht ist es ihnen auch schon mal aufgefallen. Es sind immer nur Fragen, die man diesen armen Viechen stellt. Ja, bist du ganz im Guten, hä? Ja, wo ist denn der Fido, hä? Ja, wo ist denn der Fido, hä? Aber was denken sich echt die Hunde bei dieser ständigen Fragerei? Ja, wo ist echt der Fido? Er sitzt da direkt vor dir, du blinde Nuss. Weißt du, also du brauchst nicht mich. Was du brauchst, ist ein blinder Hund, glaubt man's. Oder vielleicht einmal ein Kind. Ich überlege mir immer, was denken sich echt die Hunde dabei, wenn ihr Herrli oder das Frauenli beim Spazierengehen die ganze Zeit hinter ihnen herläuft und ihre Häufchen nimmt und in kleine Plastiksäckchen steckt. Sag mal, hast du mal etwas von Privatsphäre gehört, oder was? Hey, pfui, lass das liegen, das ist im Fall grusig. Das musst du im Fall nicht sammeln, da kommt noch mehr, glaubt man es, immer wieder. Nein, der andere, hey, was macht er jetzt? Nimmt er das mit Hei, oder was? Aber wenn ich die Hei mal ein Hüffel mache, ist es dann wieder nicht recht. Aber ich muss sagen, ich habe Hunde wirklich wahnsinnig gern. Was ich besonders mag an Hunden, ist ihre bedingungslose Liebe. Zum Beispiel, wenn ihr ein Herrli oder ein Frauli heimkommt, dreht ihr doch durch. Sie dreht durch. Und das jedes Mal, auch wenn sie um 5 Minuten draußen sind. Weil Hunde können ihre Gefühle also richtig zeigen, nicht wie wir Menschen. Nein, wir können das nicht, wir haben das verlernt. Aber wäre es nicht schön, wenn wir Menschen das auch noch könnten? Zum Beispiel, wenn unser Partner oder unsere Partnerin vom Arbeiten heimkommt. Oh mein Gott, du bist heimgekommen! Ich habe so Freude! Ich habe gemeint, ich sehe dich nie mehr! Komm mir das Gute rüber! Und wo wir gerade so schön über Tiere am Reden sind, muss ich ganz am Abschluss etwas Kleines loswerden. Sitzen zwei Schimpanser in einer Badwanne. Sagt der eine, dann sagt der andere, dann lass halt noch ein kaltes Wasser rein. Also wirklich. Messen wir mal. Tschüss zusammen. Danke.